Unser nächster Halt ist das Kapitol in Washington D.C. Es ist hier genau wie in Großbritannien. Wer Interesse an illegalen Aktiengeschäften und schmutzigen Sexaffären hat, geht in die Politik. Bitte, bitte. Der Senator würde gerne eine Erklärung abgeben. Danke. Am Donnerstagabend, nach einem Treffen mit dem Außenminister, fuhr ich nach Hause zu meiner geliebten Frau und den Kindern, als ich eine afrokaribische Dame sah, die am Straßenrand stand. Wie ich jetzt erfahren musste, in einem berüchtigten Rotlichtviertel. Da es 2 Uhr morgens war und ich ein verantwortungsbewusster Bürger bin, dachte ich, ich sollte die Dame besser nach Hause bringen. Also lud ich sie in meinen Wagen ein. Es war ein außergewöhnlich warmer Abend, also beschlossen wir beide, unsere Kleidung abzulegen. Und da wurde mir klar, dass die Dame in Wirklichkeit ein Transsexueller war. Und damit meine ich Personen, für gewöhnlich Demokraten, mit weiblicher Erscheinung, aber männlichen Genitalien. Dann begaben ich und der Transsexuelle, oder Raymond, wie er sich nennt, uns beide auf den Rücksitz, um dort ein wenig miteinander zu ringen. Meine Frau wird das bestätigen. Ich bin ein großer Fan von Kontaktsportarten. Dann wurde ich plötzlich hungrig und nahm ein Bissen von dem, was ich fatalerweise für einen großen, schwarzen Hotdog hielt. In diesem Moment erschien die Polizei. Danke, das ist alles, was ich zu sagen habe. Vielen Dank. Herr Senator, das ist so. Hier hätte ich noch eine gefragt, Herr Senator.